Ich verfolge jetzt seit circa einer Viertelstunde das Rufen der Eule. Ich habe mein Teleobjektiv jetzt auf der Kamera und ich hoffe, dass ich einen Blick erhaschen kann. Ich mache halt einen mega Lärm mit dem Schnee unter den Füßen. Wärmebildkamera, das wäre super. Hat jemand eine Wärmebildkamera? Da fliegt sie. Nein! Da oben ist sie gesessen. Jetzt hat sie mich gesehen. Okay, Leute, ergänzender Bericht. Ich habe jetzt zwei Eulen rufen gehört. Eine rechts, eine links. Und jetzt habe ich sie beide fliegen gesehen im Kreis. Als hätten sie sich begrüßt oder so, als würden die balzen. Ich habe keine Ahnung. Aber das war jetzt so schön, dass ich Gänsehaut gehabt habe. Und jetzt sind die wieder im Steinbruch drin. Die haben jetzt gewartet, dass ich mich schleiche. Nein, das halte ich nicht aus. Das hätte sehen sollen. Wir haben es verpasst. Reagieren die drauf? Ich klang halt nicht nach Eule. Oh, sie hat geantwortet. Was heißt denn das jetzt? Guten Morgen, meine Lieben. Es ist 8 Uhr morgens. Es hat in der Nacht zu schneien begonnen und ich habe einfach beschlossen, ich muss noch mal raus, bevor es jetzt wieder warm wird. Und ja, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit durch meinen kleinen Waldspaziergang in Mödling. Und zwar bin ich jetzt, ich parke Parkplatz vom Kursalon, den sie da hinten seht. Das kenne ich schon eigentlich von klein auf, deshalb bin ich da auch sehr verbunden mit dieser Gegend. Und da hinten oben seht ihr jetzt den Schwarzen Turm. Und das ist der Kurpark von Mödling. Und eigentlich habe ich vor, dass ich da raufgehe. Und dann hätten wir einen wunderschönen Blick über Mödling. Es ist halt nicht ungefährlich bei der Witterung. Wir werden da einfach einmal ein Stückchen vorgehen. Morgen. Und wie es ist jetzt, die Mödlinger sind freundlich. Ja, ein netter Kinderspielplatz. Den Weg danach vor, da gibt es ein paar Häuser, wo ich schon als Kind so gern reingehen wollte. Ein Hündchen. Der hat den Vorteil, man muss nicht Gassi gehen mit ihm. Hoppala. Der ist auch ein bisschen langgeschneit. Frischer Schnee ist das Schönste überhaupt. Und deshalb wollte ich in der Früh raus. Ich wollte eigentlich auf die Meiereiwiese fahren. Ja, und irgendwie hat es mich da jetzt hergezogen. Genau. Und wenn man sich umdreht, schaut das so aus. Wer weiß von euch, wie diese Bäume heißen, mit den lustigen Kugeln dran? Ist das eine Eiche? Bin ich schon ganz blöd? Nein, das ist keine Eiche. Was ist denn das? Ich weiß nicht, ob ihr erkennen könnt, wie dieser Weg hier beschaffen ist, der raufführt. Da geht so ein Geländer hoch. Und auf der anderen Seite, da hinten, sind dann auch noch Treppen. Ich glaube, ich riskiere es. Geht's mit? Der Weg schaut jetzt gar nicht einmal so schlecht aus, aber die Treppen nach oben, ist ein bisschen haarig.
kommen noch ganz schön Bäume runter, ne? Vielleicht fällt mir keiner am Kopf. Ist so ein Tag, wo ich am liebsten überall gleichzeitig wäre. Wir werden uns jetzt einmal weiter bewegen. Das heißt, es geht jetzt wieder nach unten. Ich nehme euch jetzt mit auf mein eigentliches Ziel, nämlich die Meiereiwiese. Und ich möchte euch auch zeigen, wie der Steinbruch bei Tag ausschaut. Ist gerade ziemlich crazy. Da kommt mich die Sonne raus und es schneit, aber so ganz kleine harte Schneeflocken. Aber die Sonne. Ich muss fotografieren. So, und jetzt kommen wir wieder einmal, so wie schon in meinem letzten Vlog, zu dem Waldkindergarten. Wenn ich noch mal Kind wäre, dann wäre es der Kindergarten. Ein Specht habe ich auch schon gehört. Das war jetzt, glaube ich, gerade ein Eichelhäher. Oder? Weiß das jemand? Ist das ein Eichelhäher? Warte, ich habe das Fluggerät entdeckt. Oder ist das ein Specht? Aha. Ich habe euch ja versprochen, dass ich mit euch zu dem Steinbruch gehe, wo die Eule letztens war. Es gibt auch noch einen zweiten. Ich glaube, ich war dort mal, wie ich noch so groß war. Ist so schön. Thank you.
Und vor allem, ich bin allein. Und da jetzt so ein Zelt und Lagerfeuer und was zum Essen machen, das wäre es jetzt. Mögt ihr auch Steinbrüche? Wir werden aber jetzt den zweiten aufsuchen. Meine Kamera muss ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen akklimatisieren. Ich glaube, ich habe ein bisschen Feuchtigkeit in der Kamera. Es würde mich allerdings wundern, wobei es hat vorher geschneit. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es aber einfach nur am Dunst. Und da oben saß die Eule. Fahrzeuge? Ist da jemand? Ist da jemand? Wir werden es gleich wissen. Naja, das ist halt jetzt... Aber es riecht da jetzt nach Erde. Lecker. Ja gut. Der denkt sich jetzt sicher seinen Teil. Ob der noch lange steht? Ich könnte das ganze Jahr Schnee haben. Das ist er jetzt in seiner vollen Pracht und er ist definitiv größer. Und was ich so spannend finde, ist diese Abrisskante da oben. Ich bin da jetzt einen schmalen Weg unterwegs, der Richtung Hosan-Tempel führt und auch auf den Anhänger rauf. Ich werde da aber nicht mehr weit gehen, weil mir knurrt der Magen. Ich habe zwar schon zwei Kipferl gegessen, aber das war halt zu wenig. Wobei, die Kalorien habe ich noch nicht verbraucht. So, das ist der nette Weg. Und es geht auch ziemlich nach unten. Muss ich dann nur beim Runtergehen ein bisschen aufpassen. Weil ein Teleobjektiv habe ich mir ja schon im Winter zerstört. Weil ich ausgerutscht bin. Warum alle Wege auf den Hosan-Tempel so steil sein müssen. Sappalot. So, meine Lieben, alles hat ein Ende, auch die Wurst hat zwei. Und ich sage jetzt wieder mal Pfiat euch. Und ich freue mich, wenn du ein Like da lässt oder im besten Fall sogar ein Abo. Und ich wünsche noch einen schönen restlichen Winter und ganz sicher... Der nächste Frühling kommt bestimmt.